Wir eröffnen heute die Zeitblende zum 7. Mal. 1, 2, 3, 4. Bekannte von uns aus Grevenbroich, die sind auch hier. Das Fahrzeug habe ich vor 21 Jahren gekauft, in einem desolaten Zustand. Seit 16 Jahren läuft das Auto jetzt. Was ist denn das für eine Farbe? Das ist die Farbe Geranienrot. Und ich bin noch einer von den Glücklichen, der einen Tankdeckel hat, wo Kölner Wappen auch drauf ist. Ich fahre schon seit 30 Jahren Kabinenroller, habe als Kind mal eine Fernsehsendung gesehen, wo so ein Fahrzeug vorbeifuhr und habe mir dann auch aus der Fernsehzeitung dieses Foto, was dabei war, ausgeschnitten, ins Portemonnaie getan und seitdem eigentlich bin ich danach verrückt geworden. Und wir wollen jetzt mal nochmal einen Blick werfen in das Jahr 1964. Johnson hat eine Pressekonferenz gegeben und bestätigt, wir sind stolz auf unser Verhältnis zur Bundesrepublik. Sehr wichtige Meldung, Franz Josef Strauß gilt als intelligent. Küchentipp für Mittag wäre Kaltschale, deutsches Beefsteak, Schwenkkartoffeln, Kohlrabi und rote Grütze. Ich freue mich immer wieder auf diese Veranstaltung, weil es immer eine ganz besondere Atmosphäre ist. Und so ist man zum Strand gewandert. Ein schöner gelber Bikini aus Frottee-Stoff bedeckt alles sehr anständig. Eine Badejacke, auch die aus Frottee-Stoff, damit man bedeckt zum Swimmingpool gehen konnte. Ja, Sie sehen also, verehrtes Publikum, ein Freilichtmuseum präsentiert längst nicht mehr nur alte Bauernhäuser. Auch sie schon mit den hochtupierten Haaren. Das richtige Tanzkleid. Es ist allerdings auch ein sogenanntes Stehkleid. Man kann in diesem Kleid nicht sitzen, sonst würde man das Muster zerstören. Auch hier reichen einfache goldene Pumps dazu. Mehr braucht dieses Kleid nicht. Sehr elegant. Auch hier sehen Sie wieder, wie gerade eigentlich der Schnitt ist. Gar nicht so sehr taillenbetont, nur durch ganz locker ein Gürtelchen. Und immer wieder die ganz schlichten Schnitte aus der Zeit. Euer Applaus, liebe Models. Dein Applaus, vielen liebe Dank. Carlotta. Karl-Heinz Thielen. Er ist einer der wichtigsten Fußballer, würde ich mal sagen, in der deutschen Fußballgeschichte. Sie haben ja so ein bisschen im Interview jetzt die Situation des 1. FC Köln aufgezeigt. Aber was ist so für Sie das Lebensgefühl dieser Zeit? Wir waren alle auf den Fußball fixiert und wir haben mitgekriegt, dass 61 die Mauer gebaut wurde, dass, glaube ich, 63 der Kennedy erschossen wurde. Aber wir haben uns in erster Linie um Fußball gekümmert. Mein Tag war ausgefüllt von morgens bis abends. Es war sehr anstrengend, als Profifußballer noch zu studieren. Das ist ja eine Riesenveranstaltung hier, mit auch alleine schon räumlich läufst du dir die Absätze ab, um alles zu sehen. Also, und wie viele Leute hier sind, das ist für mich auch überraschend, muss ich ehrlich sagen. Das ist niemals für möglich gehalten. Vielleicht geht's los. Zeitblende 1964.
64 geboren. Sie kommen umsonst in diesem Jahr bei uns ins Museum. Das ist ja schon mal wirklich ein Privileg. Sind Sie das erste Mal jetzt bei uns hier? Nein, wir sind schon ganz oft hier gewesen. Ich mag eigentlich die bergischen Höfe besonders gerne, aber das ist halt, weil wir auch aus der Gegend kommen. Da gucke ich halt gern, weil es das ist, was man bei uns leider nicht mehr so sieht. Sie haben die Gaststätte Wattler schon geguckt, waren Sie schon oben? Was halten Sie denn von diesem Konzept? Auch ein tolles Konzept, weil das sehr authentisch ist und ja, man kann sich da richtig reinversetzen in die Zeit von damals, auch wenn man die Zeit selber persönlich nicht miterlebt hat. Wie war denn der Spaßfaktor gestern Abend bei der Musik? Der war noch riesiger. Wir haben ja bei strahlendem Regenwetter gestern bis zum Schluss abgefeiert. Eine Zeitblende dieses Jahr, ja, das Flair, was in den 64ern war. Frau Ruschin, Sie sind die gute Seele des Fördervereins. Sie haben zwei Tage wieder hinter der Theke gestanden, ein hartes Geschäft. Und hartes Geschäft, wie waren denn die beiden Tage? Gut, gestern war es ein bisschen zähflüssig, aber heute sind wir regelrecht überrannt worden. Das lief fantastisch. Ja, es ist Heimat einfach.